CD Projekt Red. So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure Kinder an euch. Kaiser M hier hat seine Legionen in unsere Lande geführt, die Festungen bis zu den blauen Bergen belagert. Tollwütig reißt er Stein um Stein heraus. Männer des Nordens, ihr steht am Abgrund. Eure Könige haben versagt. Nun ruft ihr die Götter an. Und doch fleht ihr nicht. Ihr kniet nicht, streut keine Asche auf die Häupter. Nein, ihr heult. Warum haben die Götter uns verlassen? Dies sind die Proben, die wir einst nicht bestanden. Vor langer Zeit verband sich diese Welt mit einer anderen. Sphärenkonjunktion nennen die Gelehrten den Aufruhr. Die Götter ließen unheilige Kräfte in unsere Domäne. Frucht des Kataklysmus war auch die üble Macht namens Magie. Doch verbannten wir sie nicht, sondern studierten das böse Rätsel, Macht und Wohlstand lockten. Und die Monster auf der Schwelle, die bösen Relikte der Konjunktion? Trolle, Leichenfresser, Werwölfe? Erschlugen wir sie oder überließen wir die Bürde anderen? Sogenannten Hexern. Weisen in lästerlichem Ritual mutiert und in böser Zauberei unterwiesen. Monster sollten sie schlachten, obwohl sie gut nicht von böse unterschieden. Die Menschlichkeit in ihnen war lang erloschen. Wahrlich, es sind nicht mehr viele, die heute noch umherziehen und ihr blutiges Handwerk feilbieten. Doch bis heute beschämt uns ihre Existenz. Der Norden blutet im Krieg unter der Peitsche der Götter für unsere Sünden. Und denken wir auch an die Schrecken von jenseits dieser Welt? Jeden Vollmond zieht die wilde Jagd über den Himmel. Sie entführen unsere Kinder ins Unbekannte. Mancher meint, sie künden von einer zweiten Konjunktion. Finden wir den Weg zurück ins Licht? Können wir die Magier in unserer Welt bannen? Können wir uns um die Wärme des ewigen Feuers sammeln? Die Zeit von Schwert und Axt ist nah. Niemand kämpft diesen Kampf für uns. Die Zeit von Wahn und Verachtung ist nah.
Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Na dann, bis später. Bis später. Damit, liebe Freunde, heiße ich euch herzlich willkommen hier bei mir, Pure EP, und einem neuen Projekt, und zwar The Witcher 3 Wild Hunt. Und oh mein Gott, ich bin echt so dermaßen gespannt. Ich habe das Spiel eben gerade angemacht und boah, ich kann es einfach nicht glauben. Ich habe eben bloß kurz nochmal in die Grafikeinstellungen geguckt und war da schon mal komplett erstaunt, weil ich habe wirklich ja, um das nochmal zu erwähnen, ich spiele in 1080p mit vollen Einstellungen. Ja gut, bis auf das Nvidia her, weil ich habe halt keine Nvidia-Karte. Aber ansonsten absolut krass. Ich möchte jetzt gar nicht lang fackeln und die Atmosphäre hier einfach mit einfangen. Deswegen starten wir mal das Tutorial. Aber reden erstmal mit Jennifer. Minikarte und Ziele. Die Minikarte in der rechten oberen Ecke zeigt deinen aktuellen Standort und die Umgebung. Unter der Minikarte findest du eine Liste von Zielen deiner aktiven Quest. Hey Jennifer. Weißt du, Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu warten. Das ist ungehörig und außerdem unvernünftig. Ich möchte aber nicht vernünftig sein. Lass uns doch etwas Unvernünftiges tun. Ich will nicht vernünftig sein. Aha, daher weht also der Wind. Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder. Solange kann ich mich hübsch machen. Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Ist das wichtig? Ich denke immer nur an dich. Gut gerettet, Geralt. Ja, unseren Hauptcharakter, falls ihr nicht kennt. Geralt, ein Hexer. Oder auch Geralt von Riva. Können wir denn eigentlich... Später. Ciri wartet. Ja, aber... Hast du gerade nichts Besseres zu tun? Na gut, dann... Ja, ist ja noch... Halte LT gedrückt, um deine Hexersinne anzusetzen.
auch schon aus dem zweiten Teil bekannt, aber natürlich hier nochmal verbessert. Und das ist richtig, richtig gut. Guckt euch das an. Wir können jetzt nach auffälligen Objekten suchen. Und hier zeigt es uns an, was wir so mit den normalen Augen nicht sehen würden. Wie zum Beispiel diese Klammer. Wenn du dir einen Gegenstand genauer ansehen willst, nähere dich ihm und drücke A. Hast du auch Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Mhm. Unterwäsche. Aber naja. Wo? Okay, mal gucken, was haben wir hier noch? Ah, da. Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest dir nach den Übungen noch welchen besorgen. Aber natürlich. Da ist noch ein Buch, das so leicht auffällig daherkommt. Und da liegt ein Schlüssel drauf. Jawohl, wir haben den Schlüssel erhalten, um Türen aufzuschließen. Naja, ihr wisst ja wie. Ich muss es tun, Leute. Es tut mir leid. Aber erstmal gucken wir, ob wir noch irgendwas übersehen haben. Und das war mir klar. Wir hätten ja fast noch etwas übersehen. Flieder und Stachelbeeren, natürlich. Geralt, hör auf, in meinen Pflegemitteln zu kramen. Warum? Ich brauch doch auch schöne Haut. Ach, die Frauen heute. Schlimm hier. Aber echt, das sieht so... Ich weiß nicht, was ich sagen soll, also das Spiel sieht einfach so unglaublich gut aus und guck mal bitte da raus.